Live Wolfsgeheul. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen wieder in meinem Outdoor-Office. Ich bin euer Anton, heute sind wir wieder da zu Sondo, die perfekte Gesundheit, Praxisteil Nummer 4. Wir haben gerade ein paar Hyänen ein sehr beeindruckendes Konzert gegeben. Ja, unsere Beleuchtung ist auch gerade am Hochfahren, es ist alles noch ein bisschen kalt, auch ein bisschen dunkel. Deswegen will ich euch mal zu verzeihen, dass ich hier noch in Montur da stehe. Aber ich möchte mich nachher auch noch mit euch hinlegen und deswegen habe ich gedacht, behalte ich am besten gleich hier meine drei Schichten an, bevor es ja hier in 2-3 Stunden ist hier dann schön 25 Grad. Aber bis dahin haben wir noch 10, 8, weniger wahrscheinlich sogar. Und ja, ich hoffe, ihr seid alle gut gelaunt, seid bereit, habt euch wieder schön sauber gemacht. Und ja, dann fangen wir an, uns jetzt auch energetisch zu reinigen. Deswegen bitte ich wieder, Frauen, rechte Hand, dann die linke Hand auf ihren Dungeon. Männer, linke Hand zuerst, rechte Hand zuerst. Wir schließen die Augen, legen unsere Zunge an unseren oberen Gaumen. Die Vereinigung der zwei Augen schaut auf die Nasenspitze, von der Nasenspitze zum Bauchnabel, vom Bauchnabel in den Dungeon, unser Energiezentrum im unteren Bauch. Unsere Ohren richten wir auch auf dieses Energiezentrum. Ich begrüße euch nochmal. Ihr könnt euch jetzt auch gerne begrüßen, wenn ihr mit mehreren Personen zuschaut und mitmacht. Ich bitte euch, die Füße wieder zu öffnen, die Energie in euch einströmen zu lassen. Und los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und schön Arme, Schultern. Ui. Knackt schon wieder schön nach oben, nach unten, zur Seite,
oben. Kommen wir noch mal nach unten. Zur Seite. Unten. So, Gallenmeridian. Freiklopfen. Oh. Haben wir uns wieder geärgert. Merken wir das gleich. 17, 18. Jetzt schön entspannt und langsam ausatmen. Eins. Einatmen zurück zur anderen Seite. Einatmen zurück nach unten. Einatmen zurück zur Mitte nach oben. Und noch einmal links. Zur Mitte rechts. Mitte unten. Mitte oben. Mitte links. Mitte rechts. Mitte unten. Mitte oben. Jetzt lassen wir den Kopf wieder schön auf die Brust fallen und machen große, langsame Kreise. Eins, zwei, drei, vier, fünf. In Richtung. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, jetzt ziehen wir unseren Hals raus, unseren Kopf wie eine Schildkröte. Freut sich schön alles. Und jetzt beim Ausatmen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sehr schön. Und Kopf auf die Brust, Schultern nach oben und schnelle Kreise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, 9. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt kommen wir wieder zum entspannten Teil. Massage. Den 7. Wirbel. Schön frei massieren. Gehen wir nach oben. Massieren den Hals. Drücken einmal ganz fest zu, 5 Sekunden, lassen ihn wieder los, drücken wieder zu, lassen wieder los. Ihr merkt, ich mache die Sachen häufiger, wo bei mir die Verspannungen sind, drücken wieder zu, lassen wieder los, nehmen die andere Hand, drücken wieder zu. Lassen los. Jetzt hat es auch schon unsere Beleuchtung über den Berg geschafft. Und bei dieser Übung, die wir machen möchten, da stellen wir uns einmal so hin in diese Position, weil wir werden schön unseren Brustkorb wieder öffnen und dann hinten klatschen, was dann schön die Hände wieder aufwärmt und ja, und können dann danach wieder unsere Augen energetisieren, aufwecken. Die Müdigkeit rausholen. Und ja, deswegen bitte ich euch, nehmt einmal Position ein und wir gehen auf die Zehenspitzen. Und eins und zwei und drei und vier und fünf
und 6 und 7 und 8 und 9 und 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, schön die Brust auf, 14, 15, 16, 17, 18 und Hände reiben, bis es glüht. Und jetzt werden wir wieder mit unseren Handchakren auf die Augen gehen und dann dreimal in jeder Achse, jede Richtung drehen. Also 1, 2, 3, rückwärts, so und so. Und es glüht. Augen zu, Hände auf die Augen. Erste Achse. 1, 2, 3, 4, 5. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5. Nach hinten. 1, 2, 3, 4, 5. Andere Richtung. 1, 2, 4, 5. Nächste Achse. 1, 2, 3, 4, 5. Und andere Richtung. 1, 2, 3, 4. Oh, super. Wieder Hände. Nochmal zum Glühen bringen. Schön auf die Schläfen. Oh. Schön erwärmen. Super. Ja, die Augen sind ja die, hier gehen ja die Lebermeridiane auch lang. Und das heißt, wenn wir die Müdigkeit von unseren Augen abschütteln, dann ist auch die, wird die Leber auch entlastet. Und wenn unsere Augen sehr müde sind, dann muss unsere Leber viel arbeiten. Und ja, und deswegen gilt es auch, also natürlich so lange wie möglich immer die Glotze auslassen. Und wenn wir arbeiten am Computer, maximal 2 Stunden und nach den 2 Stunden immer eine Pause machen. 10 Minuten müssen wir mal schön ins Weite schauen, ein bisschen Augentraining, ein bisschen Augen kreisen lassen. Gerne die Übung, die wir hier machen, zum Augen aufwärmen, damit wir wirklich unsere Leber entlasten und auch ja, für unsere Augen was Besseres machen. Und noch wichtig ist es, um sich dann ein bisschen zu bewegen. Wenn man in so einer Position so lange gesessen hat, kann man, also am besten ist natürlich barfuß, wenn man einen Garten hat oder irgendwie, wo man rausgehen kann oder in der Wohnung, kann man dann so achten laufen. Und das hilft auch, abschütteln verbrauchten Energien und kann dann weitermachen. Und ja, womit wir weitermachen, ist jetzt so ein bisschen Gesichtsbügeln. Deswegen machen wir die Übung, die kennen wir ja schon. Diesmal machen wir die bloß 18 Mal, weil ja, da merken wir auch, da wo es weh tut in den Armen, das ist super, da löst es sich. Und da merken wir schon, da machen wir Fortschritte und es wird immer besser und es hört auch dann irgendwann auf. Also los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zur Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nach oben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und reiben. Und es glüht. Das Gesicht bügeln. Alle Falten raus. Und hier auch Hals. Ab nach unten wieder. Schöne Drainage. Und dann haben wir auch beim letzten Mal noch gesagt, die Viren, die kommen ja durch die Atemwege rein, die bleiben dann hier in der Schilddrüse und noch ein paar Tage, da können wir die ja, das ist mal noch Medizinfaust, hier Kopf ein bisschen nach unten, 5 Minuten, hab 3 gesagt beim letzten Mal, also wenn er merkt, dass es hier kalt wird, dann heißt es, ihr habt hier schon Kälte rausgezogen,
Da sind schon Viren rausgekommen und Bakterien. Und ihr habt euch damit vor einem Angriff eurer Organe bewahrt. Wenn wir jetzt allerdings, wenn wir jetzt schon Speichel haben, also wenn der Schleim schon richtig grün ist und Brocken hat und sowas, das heißt, dann sind die Viren schon drin, sind wir schon krank geworden. Und was dann hilft, ist viel, viel heißer Tee, also literweise Tee. Und da muss man allerdings aufpassen, zum Beispiel, wenn man jetzt nur grünen Tee trinkt, auch noch so heiß, grüner Tee hat einen kalten Charakter. Da gehen wir aber auch beim Thema Ernährung mal ein bisschen weiter noch drauf ein. Also was wir im deutschsprachigen Raum zum Beispiel trinken können, ist eine heiße Zitrone mit Honig. Macht gut, das Vitamin C ist sowieso immer super für die Gesundheit und für den ganzen Körper. Und das löst dann auch auf, die Schleimbrocken. Und was wir natürlich auch machen können, ist, wir machen unsere energetische Säuberung. Ausschütteln, immer heiße Hände und legen uns die dann auf die Brust. Und ziehen auch die Kälte raus und sagen mit unserem Geist, unseren Viren und Bakterien, dass sie sich auflösen sollen, dass sie nach unten gehen sollen und unseren Körper verlassen sollen. Weil die beste Medizin ist immer ein starker Geist. Und im anderen Sinn, Angst ist genau kontraproduktiv. Bei Angst ziehen wir zusammen, da kann die Lebensenergie nicht fließen. Bei Optimismus, wenn die Energie in uns fließt, dann sind wir offen und nicht verspannt, sondern die Energie kann frei fließen und die ganzen Schadstoffe, die werden rausgelöst. Und habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, wenn ihr euch mit solchen Sachen beschäftigt habt, Menschen, die den Krebs überwunden haben, sprechen davon, dass sie einen Vertrag mit sich selbst gemacht haben. Und da haben sie dann aufgeschrieben, ja, Krebs, du bist jetzt gewachsen und sowas alles, weil dir hat mein Lebensstil nicht gefallen. Aber das wird uns beide umbringen, deswegen werde ich zukünftig das und das und das und das und das machen. Und dafür wirst du bitte schön kleiner. Und dann können wir zusammen besser leben und länger. Und oft löst sich da dann der Krebs sogar auf, wo denn der Geist den Körper auch mit heilt. Und was denn, das ist jetzt fernab von Sondo, das kommt aber von anderen Menschen, die sowas berichten. Und deswegen, das ist auch sehr beeindruckend. Und dieses Aufschreiben, das haben wir ja auch in der zweiten Theoriestunde kennengelernt, als wir Sigmund Freud behandelt haben, der ja um 1900 eins seiner Hauptwerke, die Traumdeutung, geschrieben hat. Und da haben ja manche von uns auch schon mit angefangen und schreiben dann sofort nach dem Aufwachen auf, was geträumt wurde. Und das ist ja dieses, wir ziehen damit aus unserem Unbewussten, ziehen wir die Sachen und die materialisieren sich im Bewussten. Denn auf einmal kommt eine verborgene Welt hinter ihrem Schleier wieder hervor und wir können die dann aktiv beeinflussen. Und wenn wir das jetzt also so machen mit unseren warmen Händen, unsere Brust, unser Herz erwärmen und mit unserem Geist sagen, geht raus. Was wir dabei auch immer machen, ist Zunge oben an den Gaumen, weil dann bildet sich ja der süße Speichel. Und der süße Speichel, der hat ja diese Amylase und die wird ja dann in der Bauchspeicheldrüse zu Insulin, zu körpereigenem Insulin. Und deswegen immer lächeln, dann wird mehr davon, deswegen seht ihr auch die ganzen Buddha-Statuen immer mit einem Lächeln. Das ist, weil die den süßen Speichel bilden. Und deswegen gibt es auch die Sachen wie Lach-Yoga und Lachtherapie. Und das ist, also das wirkt fürs Gemüt. Und dieser physikalische
Anteil daran ist, dass wir in unserer Bauchspeicheldrüse dann dieses körpereigene Insulin, was dann hilft, unsere Bakterien und Viren zu vernichten. Und ja, deswegen immer schön mit einem Lächeln. Und auch wenn er hier so im Wald und so wandern geht, es ist am Anfang ungewohnt. Zunge oben an den Gaumen, dann fließen die Säfte und dann kann man, ja, ist das halt wirklich für die Gesundheit. Und wo wir gerade beim Wald sind, wenn wir wandern und auch wenn wir joggen, in dem Zusammenhang habe ich das, glaube ich, schon mal gesagt, es ist sehr vorteilhaft für die Gesundheit. Unsere Hände, wieder Frauen, Männer, wissen wir, auf den unteren Bauch zu legen und 5 Schritte einatmen, dabei den Bauch aufblähen, ausatmen, dabei den Bauch zusammen machen, mit Konzentration da unten rauf, dass wir das wieder lernen, wenn wir uns Babys angucken, die machen ja von sich aus die Bauchatmung und ja, dass wir da wieder dazukommen. Wir haben das schon verlernt. Wir haben dann nur mit der Brust atmen. Und manche, weil auch das Zwerchfell von den ganzen Erschrecken, von der ganzen Angst, zusammengezogen. Kommt gar keine Luft mehr unten durch. Da kann natürlich nichts fließen. Und so kommen wir wieder zu unserer natürlichen Atmung, zu unserem natürlichen Fluss und zu unserer natürlichen Gesundheit zurück. Und gut, wir sind ja im Praxisteil. Deswegen machen wir jetzt weiter mit dem Aufnehmen der Energie. Also wir nehmen die auf, einatmen, beim Ausatmen wieder in den Bauch einatmen, in den unteren Bauch einatmen und ausatmen. Und unser Elektromagnetismus, der heizt uns so auf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Machen wir den Brustchecker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. In unser schönes Dreieck hier rein. Nach oben, zur Seite, Brust öffnen und runter. Nach oben. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, machen wir noch eine neue Übung. Und zwar nehmen wir den Arm hier so schön nach hinten in die Mitte. Ich hoffe, man sieht es, wenn ich mich hier so hinhocke. Lehnen uns mit dem Kopf nach hinten. Dass eine Spannung auf den Arm kommt und atmen so ganz ruhig. Sehr schön. Und das auf der anderen Seite. Kopf nach hinten auf den Arm drücken. Merken wir auch, können wir wieder die Giftstoffe rausnehmen. Wir merken, wie wir wieder eine andere Muskelgruppe noch mit berühren. Wunderschön. So, machen wir weiter mit meinen Lieblingsübungen. Gehen wir hier über Kreuz. Ziehen nach unten und öffnen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und 1,
2, Handtuch rausbringen. 3, 4, wir sind das Handtuch. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und auf den siebten Wirbel. 2, 3. Und auf die Schultern. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zur Seite. Und immer auf die Hand gucken. 1, 2, 3, 4, 5 und 6 und 7 und 8 und 9 und 10. So, Energieball. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. So, jetzt fangen wir mit. Aber wir machen noch eine Lockerungsübung mit dem Handkreisen. So, wir Deutschen sind ja vielleicht ein bisschen verspannter bei diesen ganzen Tanzbewegungen. Die Latinos, wie die machen das immer alles sehr, sehr geschmeidig. Aber wir kriegen das ja auch hin irgendwie. Es darf getanzt werden zu Hause. Es sieht euch keiner. Alles schön auflockern. So, jetzt kommen wir, wo wir schon ein bisschen hier uns auch in der Hüfte aufgelockert haben, zu den Übungen hier unten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und andere Seite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 10. Entschuldigung. Und Dunktungsschritt. 1, 2, 3. 6, 7, 8, 9, 10. Und kreisen Hüfte über dem Oberschenkelknochen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und andere Seite. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6 und 7, 8 und 9 und 10. Und hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Knie mache ich immer gerne ein bisschen mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und ja, es passiert auch nichts für euch. 1, 2, solange ihr die Handchakren über den Knien habt, ist da alles entspannt, sind die Knie geschützt. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und strecken. Anders du. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und noch einmal. Hände zwischen den Oberschenkeln. Auf Höchsttemperatur bringen. Auf die Knie. Kälte rausholen. Schöne warme Energie einströmen lassen. Und nochmal. Zum Glühen bringen wir die Hände. Zur Seite. Und so, jetzt massieren wir noch. Schön die Muskeln um unsere Knie.
streifen uns das schön nach unten. Gehen dann die Seiten auch von den Nieren bis nach unten ein und vorne. Alles abstreifen. Sehr schön. Hände ausschütteln. Immer wichtig. So, kommen wir zu den Füßen. Ei, das knackt auch immer schön. Oder nicht immer, aber häufig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und Anrichtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 und 18. Sind wir die 10. Alle 5 Zehen dehnen die schön vorne. Und einmal nach hinten. Und es werden dabei jedes Mal andere Bereiche so ein bisschen gestreckt. Und wenn wir da die dehnen, gehen noch die Kopfschmerzen, gehen nach unten, gehen weg. Sehr schön. Ausklopfen. Anderer Fuß. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Und andere Richtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dehnen vorne. Hinten. Ausklopfen. Und einmal runter. Eins, die Hose. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Andere Seite vorsichtig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und Anne, hier vorne vorsichtig. Ich habe hier meine Hose eingeklemmt, die kann sich gar nicht so bewegen wie ich. 6, 7, 8, 9. Wichtig ist, der Fuß, der eingewinkelt ist, muss komplett auf dem Boden sein. Der andere Fuß zeigt nach oben. Dann strecken wir hier, wir können auch hier dehnen. Ei, können wir nicht heute, aber normalerweise. Okay. Jetzt als nächstes machen wir noch eine Übung auf dem Boden. Dafür werde ich die Kamera ein bisschen verstellen. Also bis gleich oder sofort. Ich habe mich jetzt nochmal vergewissert. Meine Hose ist ganz geblieben. Wir können jetzt hier also ganz entspannt und im Sinne auch des Jugendschutzes weitermachen, ohne da irgendwelche Auflagen zu bekommen. Und deswegen bitte ich euch jetzt mal ganz entspannt Platz zu nehmen. Füße ein bisschen auseinander zu machen. Was wir jetzt... Hey, guckt mal, was ich hier noch habe. Was wir jetzt machen werden, ist die Füße auf und zu machen. Dabei werden wir unseren Kopf zur Seite hin und her und hin und her und hin machen. Das heißt, unsere Wirbelsäule wird am unteren Ende gedreht und am oberen Ende. Und wir haben da so eine wirklich fantastische Auflockerungssituation in diesem Moment, wenn wir das mal so richtig auslockern. Wir fangen natürlich wieder ganz entspannt an und ganz sanft. Und am besten ist auch, wir legen uns komplett hin. Wenn ihr jetzt irgendwie eine schöne Matte habt, einen schönen Teppich oder eine harte Matratze. Und als allererstes entspannen wir uns ein bisschen, gucken nochmal, ob die Füße genug Platz haben. Dass wir hier auch wieder was halbwegs Ebenes haben, was ja bei euch zu Hause wahrscheinlich nicht so das Problem ist wie hier bei mir. Und dann fangen wir an, erst mit den Füßen zu einer Seite, die berühren auf beiden Seiten, mit beiden Kanten den Boden. Dann nehmen wir langsam unseren Kopf dazu. Ich muss gerne noch langsamer machen. Wir werden dann wieder ein bisschen schneller.
noch schneller. Ja, wir können jetzt noch mal alles reinlegen. Ausschütteln, ganz fix. So schnell wie es geht. Noch schneller. Und entspannen. Alles beruhigen. Die Füße zusammennehmen, dass sich die großen Onkels berühren, also die großen Zehen. Wenn wir ein paar Nadeln aufgeschüttet haben zu einem Berg, machen wir die wieder gerade. Oder eure Bettdecke oder was auch immer sich vielleicht gerade verknüllt hat. Wir atmen wieder ganz entspannt. Hatten bei der Übung hoffentlich die ganze Zeit an unser unteres Energiezentrum, den Dungeon, gedacht und im besten Fall noch die Zunge an den Gaumen gelegt, um den süßen Speichel zu produzieren. In jedem Falle tun wir jetzt nochmal unsere Zunge an den Gaumen. Wir legen die da natürlich hin. Die Füße sind geschlossen. Wir atmen jetzt die inverse Atmung. Das heißt, bei der Einatmung zieht sich der Bauchnabel wieder an die hintere Wirbelsäule. Der untere Bauch zieht sich ein. Bei der Ausatmung expandiert der Bauch. Er bläht sich auf. Einatmung nach innen, Ausatmung nach außen. Einatmung, der untere Bauch wird zusammengezogen. Ausatmung, der untere Bauch wird ausgedehnt. Einatmung, der untere Bauch wird nach innen gezogen. Ausatmung, der untere Bauch wird gedehnt. So. Und jetzt klopfen wir unsere Füße nochmal so richtig schön ab, wie wir sonst auch mal die Hände abklatschen. Und dazu machen wir die Hacken zusammen und klopfen und, ah, und schön aneinander. Die Fußinnenseiten. Ich hoffe, da löst sich bei euch einiges. Ich mache die Übung jetzt aus kameratechnischen Gründen schon zum dritten Mal. Das heißt, bei mir zieht es auch schon sehr schön. Ich versuche trotzdem noch mitzuhalten. Ah, schön, schön ausklopfen. Also gerne 100 Mal. Wir machen das jetzt 36 Mal. Ungefähr. So, jetzt klopfen wir noch über Kreuz. Hier in unsere Innenseiten rein. Machen das auf der Seite. Und auf der anderen. Wir können auch 18 Mal eine Richtung hier gehen. Und 18 Mal in die andere Richtung. Ach, schön. Jetzt bleiben wir wieder entspannt. Nehmen die Füße zusammen. Halten wieder unsere Zunge am oberen Gaumen oder legen die dorthin.
atmen wieder tief in unseren unteren Bauch ein, ziehen dabei den Bauch nach innen. Ausatmen, unseren Bauch ausdehnen. Einatmen, unterer Bauch wird nach innen gezogen. Ausatmen, der untere Bauch dehnt sich aus. Einatmen, nach innen. Ausatmen, ausdehnen. Einatmen, unterer Bauch nach innen. Ausatmen, der untere Bauch dehnt sich aus. Einatmen, der untere Bauch geht nach innen. Ausatmen, der untere Bauch zieht sich, dehnt sich aus. Einatmen, nach innen. Ausatmen, ausdehnen. Einatmen, der untere Bauch zieht sich nach innen. Ausatmen, ausdehnen. Einatmen, nach innen. Unser Atem ist dabei geräuschlos und sanft. Ausatmen, ausdehnen. Wir spüren in unser unteren Bauchbereich. Wir horchen in unseren unteren Bauchbereich. Und wir spüren, wie die Energie uns durchfließt. Ihr könnt jetzt gerne in dieser Position noch eine Weile liegen bleiben und in euch hineinschauen und auch gerne weiteratmen, bewusst, auch in verschiedene verhärtete Stellen des Körpers einatmen und ausatmen, bis ich dort Wärme bildet und die Verspannung auflöst. Im Anschluss bitte ich euch, Frauen über die rechte Seite, Männer über die linke Seite, wieder aufzustehen oder in eine aufrechte Position zu kommen und ja, dass ihr nicht gerade kommt, sondern über die Seite. Und ich hoffe wieder, es hat euch sehr gefallen. Ihr seid wieder durchströmt von Energie und innerer Ruhe. Und ja, hoffe ich wieder natürlich, ihr gebt hier hohe Daumen und empfehlt den Kanal weiter an andere Menschen, denen es gefallen könnte und die ein bisschen Entspannung immer mal gut tut. Und in diesem Sinne bedanke ich mich. Hoffe, wir sehen uns bald wieder. Euer Anton. Tschüss.